Wenn ihr Teil 2 anseht, werdet ihr bemerken, dass ich anders da sitze, weil ich wurde vom Regisseur darauf hingewiesen, dass wenn man immer so sitzt und so redet. Das nuschelt auch so, hat er das gesagt. Das nuschelt, hat er gesagt, und es sieht so unmotiviert aus. Es sieht unmotiviert und nuschelig. Ja, ich bin nicht unmotiviert, ich bin richtig gut drauf. Und gefährlich. Kämpferisch. Kämpferisch, auch wieder der nächste Song, wie die ganze Platte. Frieden. Frieden, genau. Damit ihr so leben könnt, wie ihr lebt, mit eurem ganzen Luxus, damit wir so leben können, wie wir leben, mit unseren kleinen Häuschen und unseren Familien und unseren Fahrrädern und unserem Segelboot und Motorrädern. Und all den Dingen, die wir gerne tun, mit unseren Freunden, mit unseren Konzerttouren. Ja, ist Frieden einfach wichtig. Das hört sich immer so profan an. Es ist aber nicht. Es ist die Grundlage von allem. Und nicht selbstverständlich. Genau, und deswegen sollten wir uns befleißigen, diesen Frieden zu erhalten, indem wir dafür aufstehen, unsere Stimme erheben und manchmal auch mal sagen, Leute, stoppen wir den Blödsinn. Frieden und Liebe. Und daraus hast du ein schönes Tanzlied gemacht. Auch ein Tanzlied? Ja, ist auch ein Tanzlied. Warum sollte man Frieden nicht tanzen können? Genau, auf jeden Fall. Finde ich auch. Super. Ellenbogen. Der wichtigste Teil deines Körpers ist nicht der Ellenbogen, Janko. Ja. Sondern dein großes Herz. Das stimmt. Da ist zudem eigentlich schon jegliches gesagt. Finde ich auch. Flugzeug, Liebe, Volkszorn. Oh, das ist ein bisschen schwierig, ne? Findest du? Nee, eigentlich ist es auch nicht schwierig. Ich wollte gerade sagen, das finde ich, ist wirklich überhaupt nicht schwierig. Ist auch ein sehr schönes Tanzlied. Ja, ne? Auch ein Tanzlied. Ein bisschen, was ist das? Polka? Nee, das ist so ein bisschen Ska. Echt? Ja, so ein bisschen Ska. Das würde heißen, das wäre der erste Ska, den ich gespielt hätte in meinem Leben auf einer Gitarre. Ja. Da hat Bank, den hat Bank aufgenommen, Eikes Assistent, und ich glaube, der hat in 4 Stunden im Kreis gespielt. Und er hat gesagt, das reicht nicht mal nochmal. Das ist ein Bösewicht. Der hat mich ganz schön gekriegt. Das ist ein Bösewicht. Denkt, Bösewicht. War das das? Ich glaube, es war das Lied. Ich weiß gar nicht, ist egal. Auf jeden Fall geht's, es ist ein Lied über einen Menschen, der anders liebt und anders lebt. Und das Volk regt sich auf und sagt, das ist doch ein Perverser. Und dann wird er halt erschlagen, wie das halt so ist. Und ausgegrenzt und ach, das ist ein ganz trauriges Lied. Aber eigentlich... Zum Tanzen. Einfach ein trauriger Inhalt zum fröhlichen Beisammensein. Müsst ihr euch mal anhören, das kann ich schwierig erklären. Man kann doch nicht alles erklären. Nee. Die Geheimnisse müssen gewahrt werden. Und schon gar nicht bei der großen Kunst. Schon gar nicht bei der großen Kunst. Nicht, da kann man nicht alles erklären. Kann man nicht alles erklären. Ich nicht mehr, Janko. Ja, ne? So sind wir. Wir nicht mehr. Wir nicht mehr. Man hat manchmal das Gefühl, dass man bei manchen Sachen einfach raus ist. Also ich kann bestimmte Dinge nicht verstehen, ich kann bestimmte Sachen nicht nachvollziehen, nicht weil ich ein alter Sack bin, sondern na, weil die so bösartig manche Leute miteinander umgehen, übereinander herfallen, und das tut mir einfach in der Seele weh. Janko ist ja auch so ein Sensibelchen und ich will damit diese Scheiße nichts zu tun haben mehr. Ich bin dann einfach raus. Ich habe mit meiner Frau ein Konzept entwickelt, das heißt, wir lassen das mal durchfahren und versuchen das nicht so an unsere Herzen ranzulassen. Geht das? Manchmal geht's ja. Es fällt mir sehr schwer. Okay. Manchmal muss ich auch abends einen kleinen Schnaps trinken, damit ich das ertragen kann. Oder zwei. Oder zwei, einfach um sich zu lösen. Aber manchmal muss man sich einfach mal rausnehmen und sagen, ey, dann lass die sich das Packen kriegen. Ich nicht mehr. Ich bin raus. Ich will mich da an dieser Stelle über so Minimalitäten nicht aufregen. Warum es schon wieder regnet oder warum die Sonne so heiß ist. Oder... Keine Ahnung. Schnee zum Fest des Hasen zum Beispiel. Genau, Hasen, genau. Oder warum Weihnachten eigentlich? Jedes Jahr hatten wir weiße Weihnachten früher. Jedes Jahr? Jedes Jahr. Und nur dieses Jahr ist es wieder alles. Und wer ist schuld? Chemtrails. Danke, Merkel. Danke, Merkel. Und Chemtrails. Genau, und Chemtrails, ja. Ja, also ich nicht mehr. Wir sind mal da raus. Sinn. Oh. Auch so ein Tanzmesche. Ich habe das Gefühl, es ist eine Tanz. Eine ist eine Tanzplatte. In den 80er Jahren mit Bonnie M. und. So, wir werden aber. Nee, mit wem werden wir auf Tour? Mit Pet Shop Boys, genau. Und jetzt Jimmy Somerville. Jimmy Somerville. Ja, das ist eine schöne Mischung geworden. Du, das ist toll gewesen. Wir hätten auch getanzt. Wir hätten getanzt. Sinn. Ja, geht einfach darum, warum man das macht mit dieser Musik. Viel verdienen ist nicht drin, was auch nicht der Sinn ist. Aber wir würden es nicht ablehnen. Auf keinen Fall. Die eine oder andere mag. Also, zwei, drei. Aber grundsätzlich macht man es auch fürs Wohlbefinden. Und wir fühlen uns beide gerade auch gut. Ja, das, also, ja, was soll ich anders sagen? Genau, und wir machen das ganz gerne und manchmal live klappt es auch und dann hat man große Momente der Glückseligkeit und deswegen macht man Musik. Einfach, um
auch sich gut zu fühlen. Ja, damit das klatscht am Ende. Ja, vorletzte Lied, was ich alles kann. Wir haben noch ein zweites Kind natürlich in der Familie, was nicht unser eigenes ist. Das ist ein Pflegekind. Und das ist so ein kleiner Typ, der einen schweren Lebensstart hat. Und der aber richtig durchzieht und wahnsinnig viel lernt und wahnsinnig viel aufnimmt und ja, und einfach fightet. Und ich wollte in dem Lied einfach nur sagen, wie schwer den Kids so die Sachen fallen, die wir für selbstverständlich nehmen. Alleine Fahrrad zu fahren, zu schaukeln, zu Kumpels zu gehen, sich einen Hintern abzuwischen. Auch, ne? Wir setzen uns hin, wischen den Hintern ab und sagen, der Hintern ist abgewischt. Und die Kids leeren, dann kommen sie erst mit der Hand nicht ran, dann ist der Schlubber voll. Irgendwann ist das alles sauber. Und für uns sagt, ja, mach das doch mal, wisch dir mal den Hintern ab, ist noch mit Messer und Gabel, setz dich mal gerade hin. Und du liest doch mal, kannst du immer noch nicht lesen. Und ja, manchmal ist es wichtig, auch diese kleinen Schritte auch anzuerkennen, den Kids zu sagen, boah, cool, sich dafür die Zeit zu nehmen und auch sich mal diesen Wert von einer Selbstständigkeit vor Augen zu führen und dankbar und glücklich zu sein. Oder? Dem ist nicht. Ich weiß manchmal, welchen Hexenschuss im Rücken habe und nicht richtig laufen kann, dann wünschte ich mir immer, ich könnte gerade gehen. Manchmal kriegt man nicht das, was man sich wünscht. Da hast du recht. Da muss ich zum Doktor, die gibt mir eine Spritze so und sieht dann das aus. Fliege ich weiter. Dann geht das los wieder. Von vorne. Genau. Letzter Song, Sehsucht. Da mache ich ganz schön dicke Backen bei dem Song. Jo. Wir haben in unserer Bekanntschaft einen Fall, wo eine relativ junge Frau gestorben ist an Krebs und das hat uns alle sehr berührt und ich habe neulich gerade den Mann auch getroffen. Was wir schön fanden, ist, dass wir so zusammengerückt sind dadurch noch enger und ja, das geht einfach ums Ende und um das Ende, also wenn man nicht mehr kann, also man will leben, aber man merkt, dass es einfach nicht mehr funktioniert und ich habe mir das so schön ausgesponnen, weil das eine Seebestattung war, dass derjenige dann halt einen Deal mit dem Meer macht, ins Meer zu gehen, also zur Seebestattung und ein Teil von etwas Großem zu sein, also die Möglichkeit zu haben, ein Teil von Unendlichkeit zu sein. Und dann halt immer, wenn man am Meer steht, dass man das bei demjenigen sein kann. Und darum geht Sehsucht, einfach ein Wortspiel, die Sehnsucht nach der See. Ein wunderschönes Lied. Finde ich auch schön. Ist ein wunderschönes Lied geworden. Das haben wir nochmal extra aufgenommen, das hat Janko aufgenommen, weil bei Eike war das noch gar nicht fertig, ne? Nee. Das ist relativ zum Schluss, dann aktuell auch entstanden zu dem Anlass. Ja, wir mögen das sehr, es ist ein schöner Abschluss für die Platte. Vielleicht habt ihr da Bock drauf und euch gefällt das alles. Dann haben wir es richtig gemacht und vielleicht habt ihr auch keinen Bock und euch gefällt das alles nicht. Dann ist es auch nicht schlimm. Oder ihr habt uns einfach mal wieder nicht verstanden. Ich hab das manchmal das Gefühl. Meistens liegt es ja daran. Ja, an uns nicht. Auf gar keinen Fall. Finde ich auch. Große Momente haben wir wieder abgeliefert. Genau, große Melodien. Genau. Und wir können ja nichts dafür, wenn das nicht anerkannt wird. Nein, wenn die nicht zuhören auch nicht. Weiß? Ja, weiß nicht. Ich habe schon überlegt, euch einfach einen Kredit aufnehmen von 250.000 und dann mal richtig Promotion machen. Meinst du, ja, das hilft, ne? Überzeuge ich einfach mit Geld. Das stimmt. Ist aus, ja, ne? Überzeugen wir einfach mit Geld. Da gibt es einige. Genau. Und dann einfach überall riesen, mache ich so Plakatwände, wo ich drauf bin, halb nackt mit dir zusammen. Und wir tanzen und schreiben irgendwas runter. Rausch und Drogen, geile Scheiße oder so. Also soll ankommen, guter Gesang. Das klingt auf jeden Fall nach einer geilen politischen Message. Scheiße politische Message, dann machst du einfach irgendeine Scheiße. Saufen nur. Genau, saufen. Vielleicht soll das unser neues Kernthema werden. Saufen, Ficken und Fußballrandale. Fußballreiten, da ist auch nie. Genau. Und dann kaufst du bestimmt irgendeine. Also mehr. Hoffentlich zwei, drei. Du sollst gar nicht mehr arbeiten gehen. Ich arbeite ganz gerne. Wir lassen das halt so, wie es ist. Genau. Bestell Links in der Beschreibung, hält der Regisseur dahin. Was soll das heißen? Bestell Links in der Beschreibung. Ist das schon wieder eine politische... Also die Bestell Links sind in der Beschreibung. Ach so. Was immer das auch heißen mag. In der Beschreibung, in dem Video, sind hinten Bestelllinks dran, könnt ihr was bestellen. Ach so, die können dann was bestellen, weil hier jetzt höchstwahrscheinlich so eine... Links runterlaufen. Ah, okay, genau. Links runterlaufen. Also moderne Technik, das macht www.link.de. Das macht der Regisseur. Alles hier geht. Wir wünschen euch alles Gute, Leute, genau. Und Gesundheit, Kraft und Lebensfreude.